Mehr als 2 Wochen nach einem Flugzeugabsturz in Kolumbien haben Rettungskräfte 4 Kinder lebend im Amazonas-Regenwald gefunden. Das teilte Staatspräsident Gustavo Petro am Mittwoch per Twitter mit. Nach intensiver Suche des Militärs habe man die Kinder finden können, schrieb Petro. Das ist eine Freude für unser Land. Das jüngste Kind ist ein 11 Monate altes Baby. Die anderen sind 4, 9 und 13 Jahre alt. Die Angehörigen einer indigenen Familie waren am 1. Mai mit einer Cessna in der Provinz Guaviare abgestürzt. Die 3 Erwachsenen an Bord kamen dabei ums Leben. Der Direktor der Flugsicherung, Juan José López, sagte, bei der Suche seien die Einsatzkräfte von der indigenen Gemeinschaft aus dem Amazonasgebiet Araraquara unterstützt worden. Das Flugzeug war zwischen Araraquara und Guaviare unterwegs. Kurz vor dem Absturz hatte der Pilot einen Notruf wegen eines Motorschadens abgesetzt.